Dithmarscher Pilsener ist mit dabei, da wackelt ja fast die Flasche. Und wir fangen jetzt an, wir sind im Ostseehallbad Zings. Viel Spaß mit der Sendung Ellermanns Urlaubsshow. Stimmung im Norden! Wenn der Seemannskummer wieder Lopaloomer singt, wenn der Pfarrer wieder eine Kiste Sohle schwingt, wenn der Leuchtturmwärter wieder mit dem Scheinwerfer werft und den Pharisäer wieder ohne Kaffee schlürft, dann ist es wieder mal soweit. Dann ist Stimmung im Norden, das Leben im Land, da wackelt die Heide und die Wohnerkamp. Da ist Stimmung im Norden und die Freude ist groß. Und dann sagt einer Halt und dann geht's wieder los. Dann ist Stimmung im Norden, da ist Leben im Land, da wackelt die Heide und die Wohnerkamp. Da ist Stimmung im Norden und die Freude ist groß. Und dann sagt einer Halt und dann geht's wieder los. Wieder ihren Besen frisiert und der Schützenvogel wieder seine Federn poliert, wenn die Feuerwehr mal wieder mit dem Bierwagen löscht und im Spielmannszug einer auf die Triangel drischt, dann ist es wieder mal soweit. Dann ist Stimmung im Norden, da ist Leben im Land, da wackelt die Heide und die Wohnerkamp. Da ist Stimmung im Norden und die Freude ist groß. Und dann sagt einer und dann geht's wieder los. Dann ist Stimmung im Norden, da ist Leben im Land, da wackelt die Heide und die Wohnerkamp. Da ist Stimmung im Norden und die Freude ist groß. Und dann sagt einer Halt und dann geht's wieder los. Dann ist Stimmung im Norden, da ist Leben im Land, da wackelt die Heide und die Wohnerkamp. Da ist Stimmung im Norden und die Freude ist groß. Und dann sagt einer Halt und dann geht's wieder los. Stimmung im Norden! Ahoi! Stimmung im Norden! Wir sind im Ostsee-Heilbad Zingst. Jawohl, hier ist richtig was los. Hier sind die Möwen. Kommt mal, die Butschis, kommt mal her hier. Hoppi zu Ellermanns Urlaubsshow. Guck mal hier, der mich alle dressiert vorher. Nimm ihn mit, jawohl. Supi, supi, supi. Und jetzt habe ich noch was Großes hier für euch. Kommt mal, meine Mädels. Kommt mal hier, Happerchen bei Onkel. Onkel Andreas gibt euch was. Herzlich willkommen zu Ellermanns Urlaubsshow. Live aus Zingst sind wir zwar nicht ganz, aber aus dem Ostseehalber Zingst. Kommt, meine Mädels. Guck mal, die trauen sich nicht. Die muss ich extra füttern. Hier, für sie zu Hause auch noch was. Und für die Jungs und Mädels gibt's auch noch was. Hoppa. Und nochmal, wunderbar. Wir machen aber ein bisschen Musik. Ich füttere weiter viele interessante Gäste, zum Beispiel Roberto Blanco. Roberto Blanco wird dabei sein. Wir werden auch noch natürlich, nicht zu vergessen, Margot Schönebert, Uli Martin und tolle Talkgäste hier aus dem Ostsee-Hallbad. Zingst. Viel Spaß und den Möwen füttere ich weiter. Bitte schön, hier kommt der Centicor, der Tampentrecker. Long, long time and a very long time to my way, hey, oh, long, long time and a very long time. It's a long time ago. My mother, she wrote a letter to me to my way, hey, oh, my mother, she wrote a letter to me. It's a long time ago. My money was gone to my way. I could not come. My money was gone. It's a long time ago. Waiting a fair wind to get underway to my way. Long, long time and a very long time to my way, hey, oh, a long, long
Das sind Eindrücke, da singt selbst der schönste Chanticor mit, die Trampenträger, das ist richtig schön. Ich befinde mich hier im Ostseehalber Zings, das darf ich nämlich sagen, mit wunderschönen strahlenden Sonnenschein. Wir werden noch viele, viele Eindrücke erleben. Ellermanns Urlaubsshow heute im August und ich freue mich wahnsinnig, zwei Herren begrüßen zu dürfen. Beide sind Bürgermeister, kann man sagen, das gibt es fast in Hamburg nicht, aber sie sind beide. Ich begrüße ganz herzlich Matthias Lottke. Stellen Sie sich mal ganz kurz vor, was machen Sie in Zingst? Ja, also Matthias Lottke, Vorsitzender des Regionalen Tourismusverbandes Fischlandbars Zingst und als solches natürlich auch interessiert daran, dass viele, viele Gäste in dieses wunderschöne Seehalber Zingst kommen. Wie viele sind es im Jahr, Herr Lottke? Also zu Zingst wird sicherlich mein Kollege aus Zingst noch was sagen. Insgesamt haben wir ca. 3,5 Millionen Übernachtungen hier in der Tourismusregion. Das ist ganz ordentlich. Und ich komme jetzt gleich zum Kollegen, der Bürgermeister, der erste Bürgermeister sozusagen. Den haben wir ja auch in der Freien und Hansestadt Hamburg. Aber hier haben wir ihn natürlich auch. Ich begrüße ganz herzlich Herr Andreas, Namensvetter Andreas Kuhn, Bürgermeister von Zingst. Hallo, grüße Sie auch. Kollege hat schon angekündigt, Sie können ein bisschen was berichten. Wie kommt es, dass es zu einem Riesenboom hier in Zingst gekommen ist? Na, das Seehalber Zingst, was seit 2000 diesen Titel trägt, hat also schon durch seine Struktur bewiesen, auch in der Vergangenheit, dass sehr viele Urlauber und Gäste zu uns kommen. Und mit 1,3 Millionen Übernachtungen bei 168.000 Gästen im vergangenen Jahr, denke ich, sind wir ein ganz schönes Stück vorangekommen. Das glaube ich auch. Und es sind sehr viele Herrschaften aus Norddeutschland hier, insbesondere aus Hamburg für unsere Hamburger Fernsehzuschauer. Das verwundert uns nicht zu sehr, denn es ist wunderschön hier bei Ihnen. Erstens ist es wunderschön, zum Zweiten kommen ganz doll viele Hamburger zu uns, auch als Wiederholungstäter. Das sind natürlich die herzlich Willkommenen. Und natürlich hat sich die Infrastruktur auch dementsprechend gebessert durch die Autobahnanbindung, die A20. Bis kurz vor unserer Haustür schaffen doch ganz viele Hamburger den Weg zu uns und sie kommen gerne und wir sind sehr froh und freuen uns, sehr viele begrüßen zu dürfen. Herr Lottke hat mir verraten, dass er natürlich auch des Öfteren mal in Hamburg ist. Und jetzt können Sie sicherlich mal ganz kurz unseren Hamburger erklären, wie fahre ich eigentlich am schnellsten zu diesem wunderschönen Seebad, sage ich einfach mal. Ich darf es nicht verraten, welches Bundesland, denn das wird gleich unsere Frage sein für die Fernsehzuschauer. Wie fahre ich eigentlich, wenn ich von Hamburg hier nach Zingst möchte? Also die Verbindung ist jetzt sehr einfach geworden. Sie fahren in Hamburg los, je nachdem, wo Sie in Hamburg sind. Und ich hoffe, Sie kommen gut aus Hamburg raus. Dann im Prinzip weiter Autobahn in Richtung Lübeck, dann auf die A20 und dann immer geradeaus bis Abfahrt Bad Sülze und da dann abfahren in Richtung Bad Zingst. Also es geht wunderbar, schön schnell jetzt durch den Ausbau der A20. Ich denke mal, trotz Einhaltung aller Verkehrsvorschriften kann man es gut in 2 Stunden schaffen, wenn man aus Hamburg raus ist. Wunderbar. Ich habe 2,5 gebraucht, aber Ellermann geht ja immer wieder an die Raststätte. Ne? Das kommt ja vor. Ich muss Werbung machen und zwar, wie kommen Sie nach Zingst? Das haben wir Ihnen gesagt. Wie bekommen Sie eigentlich Unterlagen? Die bekommen Sie heute Abend kostenlos für alle Fernsehzuschauer und es gibt eine Hotline, die wir einblenden. Da können Sie jetzt anrufen. Sie können jetzt anrufen und sich Unterlagen schicken lassen von diesem wunderschönen Bad hier in Zingst. Ich will immer das Bundesland sagen, Sie merken das. Das wollen wir natürlich nicht. Die Hotline lautet 038-232-81180 und wir blenden das Ganze ein. Rufen Sie bitte jetzt an und fordern Sie die Unterlagen ab. Kostenlos, selbstverständlich. Kostenlos gibt es ja auch einiges für Kinder, habe ich gesehen. Was gibt's da? Was sind die Highlights in diesem Jahr? Was kann man besuchen? Also wir haben ganz viele Veranstaltungen für unsere Kinder und für unsere Jugendlichen auf der Reihe. Also zum Beispiel fängt am 29. Juli die große Coke Night an. Da werden wir also mit mehreren tausend Menschen rechnen und wir freuen uns schon auf dieses Highlight. Wir haben im vergangenen Jahr eine Zingster Kinderwelt eröffnet, ein Experimentarium, wo man also versucht, Kindern die Naturwissenschaften näher zu bringen. Das sind schon ein paar Dinge, die wir ganz gut auf die Reihe bringen. Wir haben einen schönen Kinderstrand. Und ich denke, dass wir gerade für Familien mit Kleinen und Kleinstkindern hier ein sehr gern gesehener Urlaubsort sind. Das denke ich auch. Jetzt kommen wir zu unserer wunderschönen Frage. Und bitte nicht verraten, denn die beiden Herrschaften, die beiden Bürgermeister wissen es natürlich, die Antwort. Aber sie wissen sie ja auch und sonst würden sie ja nicht anrufen. Hier unsere Frage, in welchem Bundesland liegt eigentlich der Kurort Zingst? Ganz leicht, in welchem Bundesland liegt der Kurort Zingst? Hier die Antworten, die möglichen. 01 Niedersachsen, könnte das sein. 02 Schleswig-Holstein, es ist wunderschön hier. Oder 03 Mecklenburg-Vorpommern, MacPom. Sagt man ja auch so locker. Nicht? Also 01 Niedersachsen, 02 Schleswig-Holstein und 03 Mecklenburg-Vorpommern. Rufen Sie bitte jetzt an 01378-6667 plus die jeweiligen Endziffern. Wir blenden es ein. Sie werden tolle Impressionen hier aus Zingst erleben. Das war unser Auftakt.
Herr Bürgermeister, ich lade Sie herzlich in Ihrem Ort ein. Sie besuchen alles jetzt mit, wo wir mit hinfahren. Und wir werden sicherlich einen schönen Tag hier haben, nicht? Ganz sicher. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Viele Gäste, schönes Wetter und Zufriedenheit. Liebe Hamburger, anrufen, die Nummer ist eingeblendet. Sie können Unterlagen jetzt bestellen und das kostenlos hier aus diesem wunderschönen Kurort in Zingst. Wir gehen ein bisschen auf die Bühne und da singt der Shantychor auf der Reeperbahn. Da waren Sie auch schon mal? Ja. Und Sie auch? Ja. Falls Ihre Gattin zuschauen sollte, Sie waren nur beruflich da. Viel Spaß. Hier ist der Shantychor. Silbern klingt und springt die Heuer-Holzspielig, der feine Bus. Heute, da ist mir ja nichts zu teuer, morgen geht die Reise los. Langsam bummel ich ganz alleine die Reeperbahn nach der Freiheit auf. Treffe ich da solche blonde, recht feine, die Gabel ich mir rauf. Komm doch, süße Kleine, sei mir die Beine, sag nicht nein, sonst ist morgen früh um neune meine kleine Liebste sein. Ist es dir recht, ja, dann bleib ich hier, treu sogar bis um zehn. Frag mich, Tochter, wir wollen zusammen bald im nächsten Jahre braun gebrannt wie so ein Hottentott. Hast du deine blonden Haare braun gefärbt, vielleicht auch rot? Grüß dich dann mal ein fremder Junge, du gehst vorüber und kennst ihn nicht. Kommt dir vielleicht die Erinnerung wieder, wenn leis er zu dir spricht. Komm doch, süße Kleine, sei die Weine, sag nicht nein, sonst ist morgen früh um deine Beine kleine Liebste sein. Ist es dir recht, ja, dann bleib ich dir, treu sogar bis um zehn. Hab mich unter, wir wollen zusammen mal proben. Auf der Reeperbahn, sagte unser Shantychor, und das sind wunderschöne Wildschweine. Wir haben hier ganz tolle Fotografien. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Herr Teufel. Herzlich willkommen. Ja, hallo, guten Tag. Willkommen in Zingst. Ja, das hört man gerne. Und wir haben natürlich auch Peter Krüger hier. Natürlich, man kann schon fast sagen, Tourismusboss, kann man das sagen? Ja, wenn man will. Ich bin hier für den größten Dienstleister des Ortes zuständig. Und wir bemühen uns natürlich für unsere Urlauber und Gäste, allumfassend da zu sein. Und hier in der Multimedia-Halle sind wir mit der Fotografie dann präsent. Und das sind super Fotografien und Sie haben unter anderem sehr viele Fotografien geschossen, aber auch andere Kollegen. Erzählen Sie doch mal ein bisschen, wie kommen Sie auf so tolle Motive? Naja, es geht nicht nur um die Motive, es geht wesentlicherweise um die unterschiedlichen Ausstellungen, die wir Ihnen hier regelmäßig präsentieren. Sie werden hier Weltklasse-Fotografie finden.
Und zum anderen ist es eben auch so, dass wir Workshops anbieten. Und die Kombination von Workshops und Galerieauftritten ist einzigartig. Und ich denke, das ist, ich wüsste nicht wo, in Zingst können Sie das sehen. Das ist super. Sie sind aus Zingst gebürtig wahrscheinlich nicht, ne? Nö, ich komme nicht aus Zingst, aber es hat mich hier irgendwann her verschlagen. Ich komme aus Schleswig-Holstein und die Bedingungen sind hier außerordentlich gut. Also sensationell, kann man sagen. Umsonst hätten wir es nicht fertig bekommen, in so kurzer Zeit, sprich in 3 Jahren, alles das auf die Beine zu stellen. Und wir heißt also Kulturismus GmbH und meine Wenigkeit. Super, jetzt grüßen wir auch mal alle Schleswig-Holsteiner, die uns natürlich sehen. Wir kommen noch mal zu dem Chef von der Touristik und wir haben ja eine Frage und die möchten wir unseren Fernsehzuschauern natürlich sagen. Wir rutschen ein bisschen tiefer, weil wir sind auf Sand gebettet, nicht? Also man rutscht nicht tiefer, im Gegenteil, durch den Sand rutscht man nach oben und ist doch eine wunderbare Verbindung zu diesem tollen Sandstrand, den man da hinten sehen kann. Und am Ende sagen wir, haben noch Sand in den Schuhen von Zingst. Nicht? Eine Frage haben wir, in welchem Bundesland, und Sie werden sicherlich wissen, wäre ja klar, wäre ja schwach, wenn wir es nicht wissen würden, genau. Ne? In welchem Bundesland liegt eigentlich der Kurort Zingst? 01 Niedersachsen, 02 Schleswig-Holstein oder 03 Mecklenburg-Vorpommern? 01378-6667 plus die jeweiligen Endziffern. Und es gibt was Tolles zu gewinnen. Verraten Sie es doch bitte mal. Ja, liebe Zuschauer, gewinnen kann man ein langes Wochenende im Ostseehalber Zingst. Sie können sich das aussuchen, ob Sie in einem schönen Ferienappartement, in einem Ferienhaus oder auch in einem Hotel wohnen wollen. Sie sind herzlich eingeladen, mit Ihrer Familie bei uns zu Gast zu sein. Wir schicken Ihnen Infomaterial zu, also seien Sie uns herzlich willkommen. Also ein langes Wochenende unbedingt mitmachen, 013-78-6667 plus die jeweiligen Endziffern. Aber nicht nur die schönen Fotografien, die wir hier sehen von Herrn Teufel und von seinen Kollegen, sondern wir haben auch einen tollen Leckerbissen. Sie können heute Abend anrufen, sofern Sie die Sendung gerade sehen. Schreiben Sie die Nummer auf, die wir eingeblendet haben, 0382-3281-5180 und dann gibt es Informationen von Ihnen, nicht? Selbstverständlich, dann sind meine Mitarbeiter präsent und werden Ihnen alle Fragen, die Sie über die Region, über unser Ostseehalbad, über den Nationalpark oder auch zu Ihrem ganz persönlichen Wunsch im Ostseehalbad Zingst informieren. Das ist super, ganz toll. Herr Rüger, ich danke Ihnen recht herzlich, Herr Teufel auch. Wir werden jetzt noch ein paar Bilder natürlich sozusagen zeigen und es geht aber gleich weiter bei uns auf der Bühne und zwar mit Luciano Mamma Italia. Italien hat ja immer Sonne, dieses Jahr seid ihr ganz gut begütet mit Sonne, nicht? Ja, wir sind obergut verwöhnt in diesem Jahr. Also letztes Jahr war der Juli ein bisschen durchwachsen, in diesem Jahr schon einen hervorragenden Juni. Der Juli hat also sensationell gut angefangen. Wir müssen einfach davon ausgehen, dass dem Gast hier die Wünsche erfüllt werden. Was wird demnächst wieder fotografiert? Es wird ausgestellt und es sind ganz große Namen, wie immer, die hier präsentiert werden. Ich sag mal nur einen, Charles Compère wird riesengroße Bilder hier präsentieren und sie sind riesengroß eben auch in der Qualität an sich. Also, dritter Tag des Lichts, alle sind eingeladen herzukommen und die Bilder zu genießen. Wann ist der genau? 21. Na, ich würde das ein bisschen korrigieren, der ist am 22. September, wo wir gemeinsam mit unserem Partnerunternehmen Hasselblad, die ja bei Ihnen zu Hause sind, hier wunderschöne Ausstellungen präsentieren dürfen. Die Hasselblad Masters, die exklusiv in Deutschland zum ersten Mal dann gezeigt werden, die diesjährigen Preisträger. Gleichzeitig werden wir einen Wettbewerb auspreisen. Wir werden gemeinsam mit der Firma Hasselblad und einer Kinderrockgruppe hier einen wunderschönen Kinderwettbewerb, Alle Wetter im Quadrat, dann jurieren und die Kinder und ihre Familien sind als Preisträger eingeladen. Das wird richtig Bamborium gemacht, die schwedische Botschaft wird da sein, die dänische Botschaft wird da sein, Hasselblad Geschäftsführung hat sich angesagt und natürlich viele, viele aus dem Ostseehalber Zingst. Also seien Sie uns zum Tag der Fotografie herzlich willkommen und Sie werden unseren fotografischen Lehrer, Mentor und uns hier wiedersehen. Das freut uns ganz besonders und wir sehen wirklich ganz, ganz tolle Impressionen hier und ganz tolle Wahl. Ja, Sie melden sich, bitteschön. Kleine Anmerkung, wir wollen ja nicht den zweiten Partner Leica vergessen und das ist im Grunde genommen eine Sensation für uns, dass wir die zwei, eigentlich sogar die drei größten und besten Kamerafirmen Deutschlands hinter uns bekommen konnten. Die unterstützen uns letzten, also Hasselblad, Leica und demnächst auch noch Linhof. Also wenn ich vorhin also so behutsam den 21. genannt habe, bitteschön, Anreise am 21., sonst können Sie sich nicht auf all das, was da passiert, was Peter Krüger gesagt hat, einlassen. Also es ist ein großes, tolles Programm.
Krüger verpflichtet. Er hat die Termine gut im Kopf, ne? Ja, sicher. Komm, das hat er jetzt doch hingekriegt. Genau, Peter Krüger, natürlich hier der Chef der Touristik Kur und Touristik GmbH Zings. Das war richtig gesagt, ne? Man kann auch sagen, er ist der Boss, ne? Letztendlich. Stimmt doch, ne? Stimmt. So ein bisschen stimmt das. Amerika, sagen Sie, der Big Boss. Ich muss eines sagen, wir gehen jetzt auf die Bühne. Vorher sollten Sie sich nur den 2. Oktober vormerken. Am 2. Oktober sind wir natürlich im wunderschönen Wandsbeker Carré mit der großen Oktoberfeststimmung und Soft Ease. Es werden viele Gäste da sein, unter anderem Erik Silvester, Graham Bormi. Wir werden Uli Martin zu Gast haben und. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Heute Abend können Sie Geld sparen. Unter Hamburg 728 1700 statt 20 Euro nur 10 Euro. Wenn Sie jetzt anrufen, 728 1700, die Aktion läuft auf, aus. Und wir freuen uns, dass Sie jetzt eingeschaltet haben und wir zeigen Ihnen jetzt Impressionen. Und natürlich Mama Italia, das Wetter ist genauso schön wie Italien hier in Zingst. Ne? So ist es. Wir haben italienische Verhältnisse hier. Fotografieren Sie auch mit öfter so am Strand mal? Ja, ich habe jetzt ein Buch hier produziert und klar, die Workshops finden zum großen Teil am Strand. Mal ein Tipp, gehen Sie mal zum Weststrand. Ist fantastisch. Aber Sie immer über Italien reden. Gehen Sie mal zum Weststrand, ist eine Sensation. Fotografieren Sie auch direkt am Strandkorb? Da lege ich mich lieber rein, beziehungsweise da kann man vielleicht noch andere Ideen. Also kann sein, muss nicht sein. Also, das Italien des Nordens, hier ist Zingst, hier ist Mama Italia. Dankeschön. Sono italiano, ich liebe das Leben. Sono italiano, ich liebe die Welt. So wie wir sind, so sind wir eben. Und wir wissen genau, was uns gefällt. Wenn la Mama lacht, dann lacht Italia. Wenn la Mama singt, dann singen wir. Wenn la Mama tanzt, dann tanzt Italia. Und wenn la Mama Italiano, ich brauche die Liebe, sono italiano, und ich brauche dich. Alle sind wir deine Kinder, wie die Sonne, das Meer und das Licht. Wenn la Mama lacht, dann lacht italiani. So viele Kinder sind hier zu Hause in Zingst, genau wie in Italien. Es war Mama Italia von Luciano. Herzlich willkommen. Sie schauen immer noch Ellermanns Urlaubsshow. Wir haben eine tolle Frage und zwar, in welchem Bundesland liegt eigentlich das der Kurort Zingst? 01 Niedersachsen, 02 Schleswig-Holstein oder 03 Mecklenburg-Vorpommern, 01378-6667 plus die jeweiligen Endziffern. Tolle Preise, unter anderem ein Wochenende hier in Zingst zu gewinnen, ein langes Wochenende. Und diese Herren sollen sich unbedingt merken, dieser Herr ist für die Kinder zuständig. Nicht, dass es alles seine Kinder wären hier im Hintergrund. Nein, nein, das wäre ein bisschen zu viel. Ich begrüße recht herzlich Herr Redeker, Lutz Redeker. Herzlich willkommen. Ja, schönen guten Tag. Was machen Sie den lieben langen Tag? Wir
beschäftigen Kinder ein wenig hier. Wir zeigen Kindern Gesetzmäßigkeiten aus dem Bereich Naturwissenschaften, Mathematik, Physik. Und wir organisieren Veranstaltungen für Kinder hier auf dem Gelände der Zingster Kinderwelt. Sag mal, da würden doch mitunter Ihre Nerven ein bisschen reißen. Sie haben Nerven wie Drahtseile, nicht? Das kann man so sagen, wie C-Schläuche, sage ich mittlerweile. Das ist super. Wann fangen Sie morgens an und wann sind die Kinder da? Ja, wir fangen also mit der gesamten Crew hier um 8:30 an, bereiten alles vor. Um 10 Uhr wird die Kinderwelt geöffnet. Und dann ist es abends bis 19 Uhr bei uns im Experimentarium und bis 20.30 Uhr im Spaghetti geöffnet. Und ja, da kann man sicher Herzenslaune und Herzenslust beköstigen. Ob das drüben im Spaghetti ist oder bei uns, spielen, erleben, alles Mögliche. Wunderbar. Was können die Kinder speziell hier erleben? Spezielle Geräte haben wir schon gesehen. Was ist das besondere Highlight in diesem Jahr? Das besondere Highlight in diesem Jahr ist natürlich die klattnischen Klangfiguren. Das ist eine recht einfache Geschichte. Hierbei machen wir einfach mit Sand machen wir Schwingungen sichtbar. Und das ist für kleine und große Kinder von 5 bis 95 ein Erlebnis, sowas einfach mal zu sehen und selber zu machen. Ja, ansonsten gibt es natürlich 30 Experimente bei uns aus den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik, Physik, wo Kinder von 5 bis 95 wirklich sich ausprobieren können. Und da sind die Alten genauso schlimm wie die Jungen. Also dieser junge Mann hat alles in Sachen Kindern hier in Zingst im Griff. Vom KW Kinder kommen wir zur Kultur. Und da ist jemand, ein Spezialist, Rico Nowicki. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Und was machen Sie den lieben langen Tag? Was Kultur hat, schlägt ja hier große Wogen, große Wellen. Da hat man sicherlich sehr viel zu tun, ne? Ja, wir haben im Jahr über 600 Veranstaltungen hier in Zingst. Und die müssen alle gut vorbereitet sein und auch dann durchgeführt werden. Und das organisiere ich mit einem Team. Sicherlich auch weitblickend, das heißt, Sie sind mit Sicherheit auch schon informiert, was im September läuft? Ja, wir sind schon bei 2006 jetzt fast bei, also September ist schon rund geplant. Verraten Sie uns doch mal, was erleben die Zuschauer Anfang September aus dem hohlen Bauch? Wir haben es nicht abgesprochen, aber Sie wissen es sicherlich. Ja, da gibt es vom 9. bis 11. September das Shanty-Chor-Treffen. Das findet schon seit einigen Jahren hier in Zingst statt. Und da laden wir Shanty-Chöre aus ganz Deutschland ein. Und dann gibt es an 3 Tagen oben auf der Freilichtbühne neben dem Kurhaus Shanties zu hören und auch zu sehen und was sehr gut auch angenommen wird. Super. Und Sie können sich über Zingst natürlich auch informieren, indem Sie noch anrufen, unsere Hotline 038 232 815 180. Unbedingt anrufen und die Unterlagen kostenlos natürlich bestellen. Ja, wir danken Ihnen recht herzlich vom KW Kultur. Gibt es noch was Besonderes, was man loswerden müsste für in Sachen Kultur? Ja, einfach mal nachschauen im Internet. Unter www.zingst.de findet man das gesamte Programm des Jahres. Jetzt hier etwas zu sagen, wäre wirklich zu viel. Also wir haben wirklich durchgehend von Januar bis Dezember ordentlich was zu bieten an Veranstaltungen. Machen wir gern. Wir gehen ein bisschen, was Shanties betrifft, zu Lilly Marleen, was ja auch was ein Shanty kann man sagen. Das sagt uns Silvia Janko. Viel Spaß, hier ist Lilly Marleen. Wir sind gleich wieder da aus Zingst. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, eine Laterne und steht sie noch davor, so wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lilly Marleen, wie einst Lilly Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wir eine aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lilly Marleen, wie einst Lilly Marleen. Der Posten, sie blasen Zapfenstreich, das kann 3 Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne wollt ich mit dir gehen, mit dir, Lilly Marleen, mit dir, Lilly Marleen. Schritte kennt sie, seinen schönen Gang. Alle
Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, werd ich bei der Laterne stehen, mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wird bei der Laterne stehen, mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Lili Marlene, ein wunderschöner Titel. Sie haben es eben schon gesehen, in der Totalen, unser Hotel Meerlust. Die Chefin habe ich gleich hier, gleich komme ich darauf zu sprechen. Aber vorher möchte ich Ihnen doch noch ein paar Tipps geben. Und zwar genauer gesagt für unsere Veranstaltung und Aufzeichnung im Wandsbeker Carré am 2. Oktober. Am 2. Oktober sind wir im Wandsbeker Carré mit vielen Stars. Sie können noch Karten ordern unter 728 1700 zu einem Sonderpreis von 10 Euro statt 20 Euro heute Abend. 728 1700. Graham Bonney wird dabei sein, Erik Silvester, Uli Martin, Chris Roberts, du kannst nicht immer 17 sein, wir beide sind ja schon fast 17, kann man sagen, ja, nicht? Doch. Aber da komme ich auch gleich zur Chefin, ich begrüße Sie recht herzlich, Frau Marlies Lohmann, die Hotelmanagerin. Ja, genau. Mehr Lust, das kann man ja fast sagen, man hat mehr Lust auf dieses Hotel und die Wellness-Oase hier im Ostsee Heilbad Zings, die ist ziemlich groß und richtig toll. Ja, so meinen das zumindest immer unsere Gäste. Sie sind immer ganz happy und wir leben von Stammgästen, die Wellness in diesem Haus immer wieder wiederholen und für sich nutzen und zur Erholung dienend wieder nach Hause fahren. Sie haben wie viele Zimmer hier im Meerlust? Wir haben 34 Zimmer, sind zwei Einzelzimmer dabei und einige Suiten, bauen jetzt nochmal 16 Suiten dazu und einen völlig neuen Wellness- und Spa-Bereich mit einem Außenschwimmbecken, mit beheizbaren Außenschwimmbecken, mit salzhaltigem Wasser, sodass wir also noch ein größeres Angebot für unsere Gäste bereithalten. Also hier wird man richtig fit, ne? Denke ich schon, ja. Verraten Sie doch mal unseren Fernsehzuschauern Ihre Hotline, wie man sie erreichen kann, heute oder natürlich auch morgen. Wie kann man sie telefonisch erreichen? Die 038 232 8850. Wir blenden das Ganze natürlich auch ein. Jetzt müssen Sie mir eines verraten, Sie haben eine wunderschöne Terrasse. Ja, das ist eine Terrasse, wo also den ganzen Tag die Sonne drauf scheint und wir haben sie sogar jetzt noch vergrößert, weil sie sehr gefragt ist. Die Gäste sind natürlich hier gerne immer an der frischen Luft und trinken gerne Kaffee auf der Terrasse oder essen auch genauso gerne zu Abend auf der Terrasse. Sie sind gebürtig hier aus Zings wahrscheinlich nicht, ne? Nein, das bin ich nicht, aber ich komme schon aus dem Norden. Ich bin aus Hagenow und das ist in der Nähe von Schwerin und ich denke, ich bin ein richtiges nordisches Kind. Dann verraten wir auch unsere Quizfrage, die jetzt für alle Fernsehzuschauer ist. Aber bitte verraten Sie die Antwort nicht. Die ist heute etwas schwer oder für Sie wahrscheinlich ganz leicht. In welchem Bundesland liegt eigentlich der Kurort Zings? 01 Niedersachsen, 02 Schleswig-Holstein oder 03 Mecklenburg-Vorpommern? 01378 66 67 plus die jeweiligen Endziffern. Sie wissen es sicherlich, es gibt ein langes Wochenende hier in Zings zu gewinnen. Von der Tourismuszentrale hier in Zings zur Verfügung gestellt. Viele tolle Preise noch im Werte von über 5.000 Euro. Was sind Ihre Pläne fürs nächste Jahr und für dieses Jahr noch? Also mit unserem Bau fertig zu werden am 30.10. unsere Gäste auch schon im Winter in dem neuen Teil des Hauses zu begrüßen und sie vor allen Dingen zu verwöhnen. Wunderbar. Und dazu gibt es jetzt Margot Schönebernd. Aber vorher darf ich noch sagen, wir sind am kommenden Wochenende in Barmbek. In Barmbek beim Stadtteilfest, direkt an der S-Bahn, genauer gesagt Wiesendamm. Auf diesem Parkplatz, auf diesem Wochenmarktplatz, sind wir mit Ellermanns Showbühne, ganz ohne Kameras. Sie können uns besuchen. Und zwar genauer gesagt am Sonnabend und am Sonntag. Ganz, ganz schöne Gäste haben wir da. Kommen Sie vorbei. Täglich ab 11 Uhr geht es da zur Sache in Hamburg-Barmbek. Waren Sie ja schon mal? Ja, selbstverständlich. Hamburg ist doch nur noch ein Katzensprung für uns. Das ist super. Katzensprung 2,5 jetzt noch, ne? Ja, man kann auch ein bisschen schneller sein. Na, nicht zu schnell, nicht? Und wir sagen jetzt das große Bordfest mit Margot Schönebernd. Bitte schön, Margot. Schön ist die Liebe im Hafen, schön ist die Liebe
ein blonder Matrose. Bei dir möchte ich sein, auch im Wellengetose. Wir gehören zusammen wie der Wind und das Meer. Von dir mich zu trennen, ja, das fällt mir so schwer. Wir gehören zusammen wie der Wind und das Meer. Von dir mich zu trennen, ja, das fällt mir so schwer. Es trinken die Matrosen von allen Spirituosen. Am liebsten Rumpfalra, Rumpfalra, Rumpfalra. Am liebsten Rumpfalra, Rum aus Jamaika. An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand, sind die du dich, ja, das findet sich auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Wer noch niemals in lauschiger Nacht einen Reeperbahnbummel gemacht, ist ein armer Wicht, denn er kennt dich nicht, mein Sankt Pauli, Sankt Pauli. Margot, Margot Schönebernd, zwar nicht in Zingst, aber das Bordfest, das feiert man gemeinsam in Zingst. Wir sind im Kurmittelzentrum, ist richtig? Ja, genau. Am Remel 5, Ortsmitte in Zingst, zwischen Bodden und Ostsee. Und ich habe die Geschäftsführerin hier, ihr Mann ist nicht da, der ist ja auch Geschäftsführer, Eveline. Ja, richtig, Eveline. Und seit Dezember 96 betreiben wir das gemeinsam hier. Und im nächsten Jahr dürfen wir ja dann schon unser 10-jähriges feiern. Aber ich möchte Sie natürlich ganz vorstellen, Eveline Kraus. Sie haben nichts zu tun mit Peter Kraus, ne? Nein, nein. Den habe ich bekommen, den Namen, durch meinen Mann. Das ist meistens so, nicht genau. Sie haben zwei ganz tolle Badenixen hier, die sich auch richtig gut gesundheitlich stylen, kann man das so sagen? Ja, die machen regelmäßig ihr Programm, ihr Gesundheitsprogramm in der Sauna, im Schwimmbad, im Meerwasserschwimmbad. Das ist ja das ganz Besondere, was wir hier haben, dass wir das Seewasser dort draußen von der Ostsee direkt in unserem Schwimmbad haben. Wahnsinn. Wir zeigen Ihnen auch noch Bilder dazu. Und das sieht man, das ist Ihre Tochter. Man könnte fast sagen, sie sind Zwillinge. So jung sehen sie aus. Oh, es geht wieder runter wie Butter. Habe ich das nicht schön gesagt? Ja, super. Und das ohne Maske, muss ich sagen, weil wir sind hier im Naturpark zwar noch nicht, da kommen wir etwas später drauf zu sprechen, aber das ist die Tochter. Wie ist dein Name denn? Annalena. Annalena. Und haben Sie sich den Namen ausgedacht? Ja, natürlich. Die Mutter ist ja nun gerade 23 geworden. Wie alt bist du denn? Ich bin 18 gerade, erst kürzlich geworden. Weltrekord mit 3 Jahren, also ganz toll, nicht? Also super. Nein, das muss schon gesagt sein. Was machst du speziell jetzt hier? Hier war ich jetzt in der Sauna, gerade eben, habe mich ein bisschen ausgeschwitzt und dann gleich werden wir noch ein wenig ins Bewegungsbad gehen. Richtig schön Bewegung, ne? Bewegung pur. Und das machst du jeden Tag? Nee, nur dann, wenn ich es schaffe, weil ich auch Physiotherapeutin lerne. Ganz toll. Du hast eine Freundin mitgebracht, die sitzt auch hier und vergnügst dich auch bester Natur, ne? Ganz genau, ja, hier mit meiner Freundin. Und was wir hier machen, hat sie ja schon gerade gesagt. Genau, wie oft bist du in der Woche hier? Ja, also immer mit ihr zusammen. Immer wenn wir beide Zeit füreinander haben, dann machen wir das. Dann macht ihr das gemeinsam. Genau. Wundervoll. Jetzt müssen wir auf etwas zu sprechen kommen und das ist ganz wichtig. Was ist das besondere Highlight hier bei Ihnen im Kurmittelzentrum? Ja, einmal, dass wir sämtliche Anwendungen der physikalischen Therapie haben und dass wir hier dieses Seewasser haben, das wir zur Anwendung bringen als Wannenbad oder Wannenerlebnissprudelbad und Bewegungsbad und zur Inhalation. Also das ist auch in einer Form einer ambulanten Badekur natürlich in Anspruch zu nehmen, aber auch als normaler Gast oder per Rezept vom Hausarzt. Also das heißt mit anderen Worten, ich kann hier eine Kur machen in Zinks und kann mir das Ganze verschreiben lassen. Ja, richtig.
Wir sind seit 2 Jahren Ostseeheilbad und sind das aufgrund dessen, dass wir das Seewasser hier vor Ort zur Therapie als ortsgebundenes Heilmittel anwenden. Deshalb sind wir hier Seeheilbad, Kurort, und jeder in der ganzen Bundesrepublik und sogar in den EG-Ländern können hier Kur machen. Für welche Krankheiten wird es angewandt? Ja, einmal Haut, ganz speziell, Bronchitis, dann die ganzen Lungenerkrankungen könnten hier behandelt werden, also die chronische Bronchitis, das Asthma bronchiale, das wird vorwiegend hier diagnostiziert und dann auch behandelt. Und die Hautkrankheiten mit dem Seewasser, dann haben wir auch rheumatischen Formkreis, weil wir auch das Naturmoorbad und Naturmoorpackung haben. Natürlich alle Formen der Massagen, klassische Massage, Lymphdrainage, dann speziell Migränebehandlung und Fußreflexmassagen, Krankengymnastik. Das sind so die Hauptsäulen. Einmal A, die solide physikalische Therapie, und der Wellnessbereich, den wir seit ein paar Jahren dazu bekommen haben. Hier wird man rundum gesund in Zing. Sie haben ja schon tolle Eindrücke gezeigt. Die beiden Mädels, darf ich glaube ich sagen, die vergnügen sich auch richtig schön gleich noch mal in der Sauna? Da waren wir ja gerade, ja. Aber das machen wir schon regelmäßig, ja. Genau. Wo geht's jetzt hin? Jetzt gehen wir in das Bewegungsbad, wie gesagt. Ja. Schon gesagt, ja. Ich muss auch mal wieder ein bisschen Bewegung haben, nicht? Wir gehen jetzt gleich zum Hamburger Hafen. Zwar nicht, aber zum Zingster Hafen. Da ist das große Hafenfest. Vorher muss ich noch eines verraten. Herzlichen Dank für das schöne Interview. Und zwar, in welchem Bundesland befinden wir uns heute hier in Zingst? Genauer gesagt 01 in Niedersachsen, 02 in Schleswig-Holstein oder 03 in Mecklenburg-Vorpommern. 01378-6767 plus die jeweiligen Endziffern. Sie können noch Karten ordern für Wandsbek für den 2. Oktober. Für das große Oktober-Stimmung-Schlagerfest. 2. Oktober mit Graham Bonney, mit Uli Martin und mit verschiedenen mehr. Unbedingt dabei sein. Wir gehen jetzt ein bisschen in die Fernsehpause. Erinnern nochmal ans kommende Wochenende. Da sind wir in Barmbek, Wiesendamm beim großen Stadtteilfest an der S-Bahn. Da können wir uns sehen, allerdings ohne Kameras. Aber das ist ja auch mal ganz schön. Wir gehen ein bisschen in die Pause. Bleiben Sie bitte hier sitzen. Ich gehe vorher ins Bewegungsbad und kuriere jetzt meine Kopfschmerzen aus. Ist es in Ordnung? Ja, ist in Ordnung. Wissen Sie, woher ich die Kopfschmerzen habe? Ja, wahrscheinlich, weil Sie zu wenig Flüssigkeit heute zu sich genommen haben. Das wird sein. Jetzt trinke ich einen Dithmarscher. Viel Spaß. Pause. Schön, dass Sie dran geblieben sind. Wir haben zwischendurch unser Bewegungsbad gemacht. War ganz angenehm, nicht? Ja, das ist immer eine Erfrischung. Und wenn man sich bewegt hat, so 20 Minuten nach Anleitung, dann denke ich mal, dann weiß man, was man für den Tag geleistet hat. Das haben Sie ganz toll gesagt, Frau Kraus. Wir sind immer noch im Kur Mittelhaus. Nach wie vor schauen Sie Hamburg 1 und Sie können ein kostenloses Prospekt sozusagen sich jetzt bestellen unter der Telefonnummer 038-232-815-180. Wir blenden das auch ein, rufen Sie an bei der Kurverwaltung Tourismusverwaltung hier in Zingst. Dort können Sie es bestellen, genauer gesagt die Unterlagen, und die sind kostenlos. Unbedingt anrufen, wenn Sie heute keine Zeit haben, rufen Sie gerne morgen an. Auch morgen sind die Dams und Herrens natürlich für Sie am Telefon. Jetzt darf ich Ihnen eines sagen, und zwar genauer gesagt kommt gleich unser Hamburger Michel noch. Viele Zuschauer haben ihn immer wieder gewünscht in meiner Sendung, der Hamburger Michel von Günter Delz. Der ist migränefrei, muss ich Ihnen sagen. Ja, das ist schade, aber vielleicht findet er andere Möglichkeiten hier bei uns im Kurmittelzentrum. Wir haben ja eine große Palette Wellness. Also Günter Delz, den ich ja viele, viele Jahre schätze und kenne, sieht unwahrscheinlich aus wie der Heino aus Schnelsen. Und er hat einen Bobtail, den fährt er jeden Tag spazieren mit dem Kinderwagen. Und deshalb sage ich viel Spaß, so viel dummes Zeug muss man heute wieder reden, ne? Viel Spaß mit Günter Delz. Lebt der Hamburger Michel noch? Steht der Hamburger Michel noch, heißt es immer noch. Waren Sie schon mal in Hamburg? Ja, ich habe da auch mal ein halbes Jahr gewohnt. Das ist toll. Kommen Sie doch nächste Woche mal. Wir sind in Barmbek, und zwar Wiesendamm an der S-Bahn. Da wird genauso viel Quatsch geredet. Viel Spaß. Hier ist Günter Delz. Nicht gut geht's in Hamburger Michel, nicht gut geht's in Hamburger Michel, den Hamburger Michel geht's nicht gut, Restaurierung nimmt den Mut. Sein Unterhalt wird schwer, wo nehmen wir das viele Geld her? Der Turm schwankte bis 1993 sehr, weil's den Hamburger Michel so schlecht geht, singen wir alle gemeinsam dieses Lied. Steht in der Hamburger Michel noch, Michel noch, Michel noch, steht denn da Hamburger Michel noch, Michel noch? Ja, er steht noch, ja, er steht noch, nicht. Der Hamburger Michel war krank,
der Hamburger Michel war krank, der Hamburger Michel war krank, uns wurde Angst und Bang. Was sollen wir denn nun tun, was sollen wir denn nun tun? Zusammenleben mussten wir, da gab es kein Ausruhen. Falls den Hamburger Michel so schlecht geht, singen wir alle gemeinsam dieses Lied. Steht denn der Hamburger Michel noch, Michel noch, Michel noch? Steht denn der Hamburger Michel noch, Michel noch? Ja, er steht noch, er steht noch, er steht noch. Ja, er steht noch, fällt nicht. Der Hamburger Michel war tot, der Hamburger Michel war tot. Der Hamburger Michel war tot, wir hatten unsere liebe Not. Die Spenden flossen schwer und er schwankte hin und her. Spende kam aus Übersee und alles war okay. Falls den Hamburger Michel so schlecht geht, singen wir alle gemeinsam unser Lied. Steht denn der Hamburger Michel noch, Michel noch, Michel noch? Steht denn der Hamburger Michel noch? Ja, er steht noch, er steht noch, ja, er steht noch, fällt nicht. Hallo, ihr Sachsen, Hummel, Moos, Moos, was ist der Holzpuppe gegen unseren Hamburger Michel bloß? Jetzt könnt ihr ihn besuchen, es würde sich auch lohnen. Seit 1661 gibt es unseren schon. Für 2500 hat der Platz. Und von Sachsen bis zur Küste ist ein Klacks. Steht denn der Hamburger Michel noch, Michel noch, Michel noch? Steht denn der Hamburger Michel noch, Michel noch? Ja, er steht noch, er steht noch, ja, er steht noch, fällt nicht. Wir gehen den Hamburger Michel mal besuchen. Schaut her, ein Wunder des Geschehen. Der Hamburger Michel ist nicht umgefallen. Drum singen wir das Lied, so lang es geht. Steht denn der Hamburger Michel noch, Michel noch, Michel noch? Steht denn der Hamburger Michel noch, Michel noch? Ja, er steht noch, er steht noch. Ja, er steht noch, fällt nicht. Ja, wir sind ja immer noch im Zingsterhafen. Sie haben so tolle Eindrücke gesehen. Hier ist die Natur pur zu Hause. Und ich habe eine Fachfrau, das muss man fast schon sagen, 15 Jahre Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Die Boddenlandschaft sehen wir im Hintergrund. Und ich freue mich, Frau Silva Junke, herzlich willkommen. Danke. Und Sie sind Fachfrau sozusagen vom Nationalpark. Den betreuen Sie? Ich betreue nicht den Nationalpark. Ich bin hier beim Kur- und Tourismusbetrieb Zingst als Wanderführerin angestellt. Das heißt, ich mache 5-mal die Woche eine verschiedene Radwanderung mit unseren Gästen hier. Wie kann ich mir das vorstellen? Man kann sich anmelden bei Ihnen und Sie führen dann diese Wanderungen bzw. Fahrten durch? Anmelden braucht man sich gar nicht. Ich bin morgens um 10 am Kurhaus und wer möchte, kann teilnehmen an einer Radwanderung durch unsere schöne Natur hier. Also ich habe die Aufgabe, die Natur hier näher zu bringen und die Natur, die wir haben, ist so reizvoll, dass das eine sehr schöne und wichtige Aufgabe ist. Wie viele Leute gehen da circa immer mit? Ich habe 1, 2, mit denen ich dann natürlich auch fahre. Wenn sie sich für den Tag das vorgenommen haben, schicke ich sie auch nicht weg. Aber es kommen auch mal 15 und im Höchstfall 20 zusammen. Das ist ein Wahnsinn. Sie haben schon gesagt, wie viel Mal fahren Sie los mit der Radwanderung? Immer von Montags bis Freitags, jeden Tag eine andere. Jeden Tag und immer dieselbe Tour? Montags eine Tour, dienstags eine Tour, also jeden Tag eine. Also verschiedene, natürlich. Also ich wollte sagen, Sie. Verschiedene Touren. Also sonst, ich meine, durch die Natur zu führen ist nie langweilig, aber 5-mal die Woche die gleiche Tour wäre für mich wahrscheinlich dann auch irgendwann nicht mehr so attraktiv. Was erlebt man da? Was sieht man da? Man erlebt vor allem Landschaft, Pflanzen, Tiere. Also